Okay, ja. Also ich glaube, das ist random. Und der ist halt irgendwo. Irgendwo. Ich habe gerade mal gesehen, zum Beispiel bei einem war er hier in dem in dem Ofen. Bei mir natürlich nicht. Also, ich meine, wie kommt er denn in den Ofen rein? Überhaupt, weißt du? Das heißt, der kann wirklich einfach überall sein. Eine Diskette, Hammer. Diskettensimulator wieder am Start. Der kann überall sein. Der kann einfach überall sein. Ich mache jetzt jeden fucking Schrank auf. Im Oh, Kühlschrank. Jerry, wie bist du denn da reingekommen? Ist ein guter Hamster? Du bist ein guter Hamster. Komm Ich her. sollte Jerry jetzt in seinen Käfig zurückbringen. Das können wir ihm nicht antun. Okay. Jerry, ab in deinen verkackten Käfig. Wo steckt Jerry nur? Was? Ich hab ihn doch! Ich muss ihn finden. Ach so. Ich dachte, er wäre So, schon wieder abgehauen. zurück mit dir in deinen Käfig. Du bist eine sehr gute Synchronsprecherin. Die hat Freude am Spaß, am Lärm, am Leben. Okay, was ist denn überhaupt mein fucking Objective? Oder ich nutze gerade zu viel das F-Wort. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Taschenlampe. Für die Batterien und sowas, ne? Ist ja klar. Frage: Wo bewahrt man normalerweise eine Taschenlampe auf? Eigentlich entweder am Nachttischschränkchen oder so, weißt du? Könnte. Ach, gib mir ja einen Keks. Könnte sein oder halt irgendwo unten, weißt du? Wo viel. Irgendwelcher Krams ist oder so. Kann ich auch noch aufmachen. Habe ich da schon mal geguckt? Disketten. Was ist es mit den Disketten? Ich verstehe es nicht. Verstehe es nicht. Was ist denn hier? Ist es das, was ich denke, es ist? Ist es das, was ich denke, es ist? Nicht jetzt, mein kleiner Freund. Oh, nicht jetzt, mein kleiner Freund. Später. Knickknack. Ich möchte mich jetzt zunächst auf meine Karriere konzentrieren. Was für eine Karriere? Was? Vielleicht später. Nein, danke. Meine Beine zittern auch so schon genug. Indie-Entwickler, unterstützt Indie-Entwickler. Nicht jetzt, mein kleiner Freund. Ich möchte mich jetzt zunächst auf meine Karriere Was ist konzentrieren. für eine fucking Karriere? Du bist hier nachts allein im Haus und durchsuchst Schränke und laberst mit deinem Dildo. Oh mein Gott. Und über diese Schuhe. Oh. Ich werde gerade ein bisschen aggressiv. Leicht. Leicht. Dildo des Grauens. Gibt übrigens einen Film, der heißt Kondom des Grauens. Falls ihn ein oder andere kennt. Ist ganz witzig. Nicht jetzt, mein kleiner Freund. Ja, ich guck. Ja, ich komm rein. Hallo? Wer macht hier Lärm? Okay, das Spiel ist eigentlich ziemlich dämlich gerade. Dämlich, aber irgendwie auch ganz witzig. Weil man halt so viel machen kann. Also irgendwie ist es so, ne? Dämlich und witzig. Dämlich oder ditzlich. Genau, Taschenlampe, so. Guck mal. Ne? Taschenlampe ist doch bestimmt irgendwo hier, so in so Wohnzimmerschränken oder so, oder? Oder sehe ich das falsch? Kerzen.
Das waren Fußspuren. Ja, nein. Nicht Fußspuren, sondern, ne? Weißt du, was ich meine? Kerzen. Hab ich schon mal aufgemacht? Ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt eine Story habe, weißt du? Ich meine, okay, der Mann ist irgendwie nicht da, bla bla, er holt uns morgen ab, alles gut und wir sind jetzt irgendwie nachts allein im Haus. So. Keine Ahnung. Ich weiß noch gar nicht, was wir sind. Also, das Ding ist, der hat ja eine Frau und eine Tochter, glaube ich, ne? So, wir können beide sein. Wir können beide sein. Beziehungsweise. Eigentlich geht's ja, also, ne? Ich meine, sie hat ja mit ihrem Vibrator da gesprochen und das war ja im richtigen Schlafzimmer. Und es gab ja ein Kinderzimmer, also nehme ich mal an, wir sind die Frau. Wobei die Stimme ist eher so, ne? So ein bisschen, boah. So ein bisschen kindlich. Weiß auch nicht. Okay, kann ich jetzt hier noch. Mach mal zu da. Batterien. Zunächst eine Taschenlampe. Ja, wo ist sie denn? Was ist das denn hier? Du, was ist das denn? Du machst eine Schublade auf und da drin ist drei Holzdinger. Mehr nicht. Was? Wer räumt denn so ein Buch in der Küche? Ein Kochbuch vielleicht? Wer räumt denn so ein? Taschenlampe, yeah! Drücke F, um die Taschenlampe ein- ausschalten. Cool. Jetzt kann ich Batterien nehmen. Drücke R, um zu wechseln, wenn diese leer werden. Okay, also ist so ein bisschen Outlast-Style. Outlast. Ein bisschen outlastig. So, wir haben die Taschenlampe. Haben wir jetzt nächstes Objective? Ich finde das so unfassbar, was sie hier an. Ein bisschen paranoid. Was sie hier an Sachen hier verstauen. Kühlschrank ist immer noch auf, ist egal. Wir haben es ja. Okay. So, hier nehme ich die Batterien natürlich auch mit. Weißt du, hier, vier Batterien liegen da, ne? Vier. Vier Batterien. Da oben, zwei. Ich muss eine. Das ist herrlich. Es ist herrlich. Weißt du, da oben in dem Dings, in dem Kinderzimmer legen die Indie-Entwickler Mathebuch hin. Mathebuch. Ja, sollte er vielleicht mal reingucken. Hier, vier, nicht eins. So. Immer noch abgeschlossen, ich komme nicht raus. Hilfe. Hey Jerry. Bing. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, ob wir irgendwas hier mit der Diskette machen. Ich kann doch nicht alle Disketten absuchen. Triage. Fallout. Moment. Da passiert doch einfach gar nichts. Ah, Electric. Type, what? Type O negative? Type O negative? Ah! Driss. Was ist denn Driss? Outbreak. Okay, hier geht einfach gar nichts. Boah, ich liebe diesen Pixel-Sound.
The... What? First of all... What? Wow. Huch. Hat sich ja noch gelohnt. Coming complete... Was? With... So... Zooming surface? What? Was habe ich hier gerade reingeschmissen? Driss oder so? Oder irgendwas anderes? Keine Ahnung. Okay, war ja ganz nett und so. Die Frage ist, was muss ich machen? Also, das Einzige, was ich hier jetzt gerade die ganze Zeit mache, ist durch jeden Raum zu laufen und das mehrmals und das war's. Ich, Moment, vielleicht ist ja jetzt der Raum, jetzt haben wir ja die Taschenlampe, ne? Vielleicht, da war ja noch eine Tür verschlossen. Vielleicht ist die jetzt offen, weißt du? So einfach so, halt so, weil, ne? Weil so. Nicht. Danke für gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Ey, das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt alles, was ich brauche. Ich habe alles. Taschenlampe, ich habe Streichhölzer, ich habe noch eine Kerze dabei. Batterien. Halleluja, ich habe alles und ich kann nichts machen. Wer läuft denn hier immer? Hier läuft doch immer einer. Wir haben noch dieses Tuch, ne? Ey, guck dir das nochmal an. Diese Kasten, diese Disketten. Und alle gehen da nicht. Oh. So ein Tuch. Haben wir auch noch. So ein Lappen. Staubsauger. Hm. Können wir nichts machen, ne? Das Lustige ist, wir können die Kühlschranktür gar nicht mehr... was? Hä? Was? Kann ich in der Pfanne braten, oder was? Mikrowelle. Dein Ernst? Anmachen. Darauf genehmige ich mir erstmal ein Product Placement. Ich mag kein Bier. Ich habe gerade keinen Durst. Vielleicht später. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Nur ein Ei mit. Kann man das Ei irgendwo für benutzen? Was Praktisches vielleicht. Ich bin gerade nicht sicher. Was war das? Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Oh mein Gott. Der Gag war ja total neu. Was war das? Was? Was? Achso, die Tür ging wieder zu oder automatisch, ne? Kein Spiegelbild, hihi. Oh mein Gott, Hilfe! Ich bin in diesem Spiel gefangen und komme nicht mehr raus. Hilfe, SOS. Pff.
habe nicht erwähnt, dass ich hyped war heute. Ich war hyped, nach Hause zu kommen. Von meiner sozialen Interaktion. Hab gedacht, wie kannst du denn am besten jetzt noch hier das Spiel machen? Aufnehmen und vielleicht noch eine Folge raushauen. Ja, schon ein bisschen hyped so. Doch, sah gut aus. Guter Soundtrack. Okay. Und jetzt spiele ich hier den macht die Tür auf Simulator. Bin nicht mehr so hyped gerade. Lass mich mal überlegen. Okay. Es gibt eine Tür. Die ist abgeschlossen. Sprich, müssen wir da einen Schlüssel finden? Vermutlich ja. Oder? So, das Ding ist, der Schlüssel zum Erfolg ist einfach, jedes einzelne Ding hier abzuklappern. Alles aufzumachen, was hier geht. Um zu gucken, ob da irgendwas drin ist. Problem ist, ich habe schon alles abgeklappert. Hier beiden habe ich abgeklappert. Vor allem, sie wundert sich auch gar nicht, warum die Türen einfach mal auf und zu gehen. Ist alles okay. Ist alles okay. Sie will ja lieber mehr auf ihre Karriere achten. Ne, hier haben wir auch nichts. Ich lasse es mal auf, damit ich weiß, welche ich alle schon gemacht habe. Hier unten war auch nichts mehr, ne? Ne. Da will ich rein. So, hier haben wir auch noch was. Aber ich glaube, da habe ich auch geguckt. Ja, hier haben wir wieder was zum Sprühen, ey. Ja, das Problem ist, ich kann halt nicht alles aufmachen, aber so weiß ich ja dann, was ich schon aufgemacht habe, was nicht. Okay. Hier ist ansonsten nichts, oder? Hier. Das Game ist so toll! Das Game ist so toll! Was haben wir denn hier? Aha, Fairy Tales. Wir haben auch, alle haben hier Fairy Tales, also so. Oh, noch ein Dingens. Nightwatch and the Witch. Nightwatch and the Witch. Ja, das Ding ist, die funktionieren ja auch nicht. Die Uhr. 9:30. Geht gerade irgendwie nicht so wirklich weiter, oder? Oder sehe ich das falsch? Sollte mal die Taschenlampe aufhören zu benutzen. Boah, die haben wir doch nicht. Was, wer steckt denn hier Tassen da rein? Cooking irgendwas. Ups. Hier habe ich auch einfach alles aufgemacht. Der Mann, der kommt morgen nach Hause und findet alle Schränke, alle Schubladen aufgemacht. Der kriegt einen Affen, der Junge. Wenn der nach Hause kommt. Boah. Ich höre hier immer Hintergrund, immer so hin und wieder, immer so leise, so Footprints, weißt du? So Fußgeräusche halt. Aber es kann doch nicht sein, dass hier... Boah, diese Musik, ey. Es kann doch nicht sein, dass hier nichts ist. Versteht es nicht. Da ist noch was. Streichhölzer nehme ich mit. Kerzen kann ich damit anzünden. Das ist ja Hammer. Genau. So sehe ich das auch. Weißt du, auch hier Schublade. Zwei Sachen drin. Dieser Haushalt, der ist einfach so ranzig. Der ist so ranzig, der Haushalt. Ich
glaube ich, doch gerade mein erstes Trash-Game auf dem Channel, oder? Ah, das Schlimmste ist, ich muss es fertig machen. Scheiße. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Krass. Was für 10 Streichhölzer? Ja, keine Ahnung. Ich kann noch die draußen die... Was war das denn? Achso. Ich kann noch draußen die Raketen abfeuern. Vielleicht passiert denn ja irgendwas. Die restlichen 4 oder so. Meine Streichhölzer habe ich da ja noch ein paar. So kann man sich auch in der ersten Nacht direkt bei den Nachbarn machen. Die Synchronsprecherin ist unglaublich gut. Die ist da mit ihrem ganzen Herzblut drin. Die lebt für die Rolle. Die geht hier richtig auf. Oh. Frederick und Maggie Harson haben ihre Kinder Mike, 9 Jahre, und Valerie, 8 Jahre, als vermisst gemeldet. Beide sind am Nachmittag des Vortages, den 12. November, mit ihrem Hund Molly bis zur Straßenecke spazieren gegangen. Zum Haus zurückgekehrt ist aber nur das Tier, das eine leichte Schnittwunde an der Pfote hatte. Die Kinder sind weder bei Freunden noch bei Nachbarn aufgetaucht. Diese berichten aber von einem auffälligen Eiswagen, der nichts verkauft, sondern nur durch die Nachbarschaft fährt. Die Behörden ermitteln wegen des Wagens. Einige wenige Augenzeugen berichten von einem Fahrer im Clowns-Kostüm. Ich hasse Clowns. Nein. Ich hasse Clowns. Nee. Wieso ist es neuerdings so, ey, dass jedes Spiel immer irgendeinen Clown hat?